Hallo Leute. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Zodax Zeittresor zum mittlerweile dritten Teil meines Vintage und Retro Toy Sales. Ja, zuallererst möchte ich mich wie immer herzlich bei euch bedanken für eure rege Beteiligung auch am letzten Verkaufsvideo. Innerhalb von Stunden waren da die schönen Sahnestücke schon abgegriffen, aber das ein oder andere Schmuckstück ist noch da, also schaut auch auf jeden Fall nochmal ins erste und zweite Verkaufsvideo rein. Die Sachen, die nicht mehr da sind, habe ich euch unterhalb des Videos als Kommentar angepinnt. Also da könnt ihr auch nochmal schauen, welche Sachen schon vergriffen sind. Aber wie gesagt, es lohnt sich nochmal reinzugucken, denn ein paar sehr, sehr schöne Sachen sind doch noch da. Dieses Mal sind wir ziemlich retro-lastig unterwegs in diesem Verkaufsvideo. Also retro nochmal im Vergleich zu Vintage vielleicht kurz erläutert. Retro meint eben alles, was nach alten Mustern, alten Vorlagen, Vorbildern neu produziert wurde, aber eben den Fan von damals ansprechen soll, wohingegen Vintage wirklich die alten Originalstücke sind. Also dieses Mal recht viel Retro, bedeutet aber nicht, dass das nicht auch richtig, richtig seltene, schöne Sachen sind, die weltweit teilweise vergriffen sind. Und bei mir habt ihr hier noch eine gute Chance, das ein oder andere für eure Kollektion zu Hause abzustauben. Ja, ansonsten möchte ich noch anmerken, dass die Preise dieses Mal auf vielfältigen Wunsch direkt unterhalb des Videos in der Infobox mit aufgeführt sind. Das heißt, ich nenne die Preise diesmal nicht im Verkaufsvideo, sondern ihr findet sie direkt aufgelistet unterhalb des Videos. Ja, dann bleibt mir noch anzumerken, dass es das Lords of Power 5 Pack in dieses Verkaufsvideo noch nicht mit reingeschafft hat. Das kommt dann beim nächsten Mal, genau wie die schönen Mask-Sachen. Da habe ich mir überlegt, vielleicht mache ich für Mask sogar nochmal ein extra Verkaufsvideo, wo dann alle Mask-Fans voll auf ihre Kosten kommen. So, aber nun genug der Vorrede. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenn etwas dabei ist, wie gesagt, kontaktiert mich direkt. Meine Kontaktadressen findet ihr in der Infobox. Kennt ihr ja vielleicht schon, aber falls der ein oder andere das erste Mal zuschaut, möchte ich es nochmal kurz erwähnt haben. Also wenn ihr was Interessantes seht, meldet euch bei mir und dann werden wir uns da schon einig und kommen idealerweise ins Geschäft. So, nun aber wirklich genug. Viel Spaß bei diesem Verkaufsvideo. Ja Leute, anfangen möchte ich heute mit einem Schwung Masters of the Universe Classics. Und wer könnte euch hier in Zodax Zeittresor passender erwarten als Zodax the Cosmic Enforcer himself? Hier haben wir ihn auf wunderschöner US-Karte. Holen wir ihn mal ein bisschen ran. Sehr schöner Paintjob, ist bei Zodax gar nicht so einfach. Der sieht manchmal auch nicht so gut bemalt aus. Hier ist es schön gelungen. Karte sieht auch gut aus. Stresslinien haben wir wenig, ist selten. Ihr wisst ja, die Karten sind sehr dünn. Da haben wir gerne mal ein paar Macken unpunched. Und das Besondere, es ist ein US-Release, Freunde. Das heißt, wir haben den schönen Untertitel. Wir haben den Stern hier mit Retro Play, Modern Posing. Und wir haben, und das ist natürlich das Wichtigste, ein Comic, das auch den Namen verdient hat, wo nämlich Text mit drin ist. Wir haben natürlich auch eine wunderschöne Kartenrückseite. Und zwar hier mit der Illustration von Zodak, wie er He-Man und Skeletor im Kampf beobachtet. Der includes Comic-Stern ist natürlich dabei. Und auch von der Rückseite sieht diese Karte relativ makellos aus. Weitergehen soll es hier mit unserem Vogelmenschen Stratos, ebenfalls auf Unpunched Karte, diesmal allerdings ein EU-Release. Schöner Paintjob, sieht gut aus, kann man sich nicht beschweren. Karte hat hier einen leichten Crease, wie ihr seht, wenn ich es gegen das Licht halte. Da. Hier auch ganz leicht hochgewellt die Karte. Ja, ich habe es ja gesagt, es lässt sich schwer vermeiden. Ihr wisst vielleicht, in was für kleinen Shippern die Teile verschickt werden. Da passen die gerade ebenso rein und da hat man das halt leider manchmal. Rückseite sieht wunderbar aus. Hier die großartige Cardback-Illustration. Wirklich klasse aus. Und ansonsten auch schönes Stück.
Als nächstes möchte ich euch den guten Ninja anbieten. Und der ist hier in der Origins Line wirklich außergewöhnlich gut gelungen, wie ich sagen muss. Also da kann sogar die Vintage-Variante kaum mithalten, sage ich mal. Weil der ist wirklich großartig gesculptet, toller Paintjob. Hier der Drache auf der Brust, richtig klasse. Schöne Figur, schöne Karte. Wir haben hier ja, praktisch so gut wie keine Stresslinien, keine Knicke, gar nichts. Also diese Karte hat den Versand im eigentlich viel zu engen Shipper wirklich gut überlebt. Guckt euch das an. Das ist wirklich auch was für die Mock-Sammler unter euch. Sieht klasse aus hier, der Ninja, auch wieder mit großartiger Cardback-Illustration. Ein wirklich gelungenes Stück. Dann habe ich Clamp Jamp hier für euch, Heroic Master of Capture, ebenfalls als US-Release. Und ich muss sagen, die sehen einfach schöner aus, die Figuren auf US-Karte, hier mit den großen Schriftzügen in den gelben Sternen und natürlich mit dem Untertitel. Das finde ich sehr, sehr schade, dass der beim EU-Release jedes Mal fehlt, weil das, finde ich, ist einfach fester Bestandteil einer vernünftigen Masters of the Universe Card, der Untertitel der jeweiligen Figur. Auch hier wieder mit großartiger Illustration. Ihr wisst das ja, der ist als Deluxe-Figur erschienen. Ich kriege ihn kaum hier auf die Kamera, deswegen muss ich so ein bisschen hier schräg halten. Die Karte ist wirklich schön erhalten. Wir haben hier außen ganz bisschen, ja, auf der Seite, da, wenn man es gegen das Licht hält, seht ihr, ein ganz kleines bisschen hochgebogen ist die Karte da. Und hier haben wir einen minimalen Crease. Sieht man aber wirklich nur, wenn man es gegen das Licht hält. So ist es schon nicht mehr zu sehen. Also schöner Zustand, auch für Mock-Sammler interessant. Und ich kann es gar nicht oft genug betonen, Comic mit Text, wenn man ihn dann doch aufpacken will. Gucken wir uns nochmal die Rückseite an. Auch die sieht klasse aus. Hier mit dem Action-Feature, mit seiner riesengroßen Greifzange und natürlich wieder mit großartiger Cardback-Illustration, wie er den Ninja hier packt. Und da haben wir auch noch King Randor hinten mit dem Bild. Sehr, sehr schönes Stück, muss ich sagen. Vielleicht ja was für eure Sammlung. Ja, normalerweise mache ich es nicht, dass ich Sachen, die aus vorherigen Sales übrig geblieben sind, nochmal zeige. Aber hier, da wir gerade im Origins Run sind, mache ich eine Ausnahme. Das sind die letzten beiden Origins, die ich noch zu verkaufen habe. Das ist einmal hier der wunderbare Roboto, auch wirklich schön gelungen als US-Release. Die Figur und die Karte in schönem Zustand, ist auch unpunched. Und noch auf die Rückseite. Ja, hier eine ganz kleine Macke noch drin, aber sonst, ja, sieht ja gut aus, der gute Roboto. Und daneben haben wir letztes Mal auch schon dabei gewesen, Ramman auf Deluxe-Karte, allerdings hier die europäische Version. Dafür eine sehr, sehr schöne Variante von Ramman. Den gibt es ja wirklich in verschiedensten Ausführungen mit verschiedenen Grau- oder Silbertönen. Hier passen das Silber des Helms und das Silber seiner Rüstung sehr gut zueinander. Leicht Silberschimmer liegt auf beiden Rüstungsteilen. Sehr, sehr schön. Schöner Paintjob. Auch hier die Visiere sind nicht umgebogen oder verknickt, was man leider bei der Figur häufiger mal hat. Also wirklich ein schönes Stück, auch für Mock-Sammler. Karte ist in großartigem Zustand. Unpunched, keine Macken drin. Also den... Guckt euch das an, hier auch die Kante, wunderschön, könnte man direkt zum Graden schicken und ja, was für den anspruchsvollen Mock-Sammler, würde ich sagen. Jetzt möchte ich euch diese beiden wunderschönen Gefährte hier anbieten, den Windrider und den Ecto 1 der Ghostbusters. Beide von Hot Wheels, beide 2019 erschienen und beide sehr, sehr schwer nur noch zu bekommen. Hier bei mir habt ihr aber noch die Chance, sind natürlich original verpackt in wirklich wunderschönen Blister-Cards. Also da kann man sich nicht beschweren, keine Stresslinien, wie ihr seht. Die Verpackungen sind wirklich wunderschön erhalten und die Fahrzeuge selber sehen halt auch wirklich klasse aus. Unglaublich, was Hot Wheels da rausgeholt hat bei dieser winzigen Größe. Selbst die
Armaturen sind nicht nur mit dem Aufkleber versehen, sondern die sind richtig rausgearbeitet, sage ich mal. Also sind richtig so erhaben und bemalt. Also da hat Hot Wheels hier wirklich ganze Arbeit geleistet. Unglaublich detailliert, dieser kleine Windrider. Wirklich ein schönes, super schönes Stück. Gerade hier auch mit dieser großartigen Vintage-Illustration, die auch schon die Box des Original-Windriders damals skizziert hat. Und nicht minder schön ist dieser Ecto 1 von den Ghostbusters. Ja gut, ein bisschen weniger schön ist er schon, muss ich sagen. Mit so einem Windrider ist es halt schwer mitzuhalten. Aber es ist wirklich ein klasse Modell mit schönen bemalten Dachaufbauten. Hier auch in absolut Top-Zustand die Karte. Und selbst in den USA sind diese Modelle nur noch ganz, ganz schwer zu bekommen. Damit die Abwechslung nicht zu kurz kommt, habe ich jetzt hier mal was anderes für euch von Hasbro, diesen großartigen Snake Eyes aus der G.I. Joe Line. Wunderbare Retro-Figur und die Karte ist großartig im Zustand. Guckt euch das an. Da haben wir keine Stresslinien, da haben wir gar nichts außer eine ganz frische Karte, die wirklich großartig aussieht. Und ja, wenn ihr diese wunderbare Figur in eure Sammlung holen wollt, Snake Eyes, eine der ikonischsten G.I. Joe-Figuren überhaupt, mit jede Menge Zubehör hier am Start, dann meldet euch. Ja, dann habe ich hier ebenfalls von Hasbro diesen wunderbaren Archangel für euch, von den X-Men aus der Marvel Legends Serie. Eine wirklich wunderschöne, imposante Figur. Leider spiegelt der Blister ziemlich. Ich versuche es trotzdem mal für euch hier so ein bisschen den guten ins Bild zu bekommen. Er hat gleich drei Wechselköpfe dabei. Hier einmal dieses goldene Antlitz und dann hier noch zwei weitere Gesichter. Und ist ja wirklich ein großartig gelungener Kollege, muss ich sagen. Sieht klasse aus. Die Box ist nicht mehr original versiegelt. Das ist vielleicht für einige wichtig dazu zu erwähnen. Aber natürlich ist die Figur neu und unbespielt. Als nächstes habe ich hier für euch Merman und Shadowweaver von Super 7 aus der Neo Vintage Line, As Seen on TV. Also die Version, wo Super 7 die Figuren eher nach dem Cartoon-Abbild designt hat. Und dieser Merman ist absolut großartig getroffen. Schaut euch seine Fischmaul an. Das ist wirklich eine klasse Figur. Gefällt mir tatsächlich deutlich besser als die Vintage-Figur von damals, muss ich sagen. Er kommt natürlich mit seinem ikonischen Maiskolbenschwert daher und hat auch noch diese Lanze mit der Perle drin, womit er irgendwie so ein Seeungeheuer kontrollieren kann, wenn ich mich recht erinnere. Die Karte ist in sehr, sehr schönem Zustand. Wenn wir uns das mal angucken, hier, wenn wir einmal die Ränder abfahren, das sieht klasse aus. Muss man sagen, dass Super 7 da auch nicht so knauserig war wie Mattel und richtig schön dicke Karten benutzt hat. Hier natürlich unpunched und auch die Rückseite sieht toll aus. Hier natürlich mit Cross-Sell-Werbung für andere Figuren. Und hier oben dem großartigen Motiv. Ja, scheint fast direkt aus der Serie entsprungen zu sein. Merman, wie er hier Teela bedroht und He-Man und Soa sind im Hintergrund zu sehen. Ja, wirklich ein schönes Stück. Und nicht weniger schön ist diese Shadowweaver. Ich hatte euch beim letzten Sale schon eine gezeigt. Die ist auch verkauft worden, aber ich habe noch eine in den Tiefen meiner Sammlung entdeckt, die ich euch gerne anbieten möchte. War auch wirklich eine großartig gesculptete Figur. Diese hier hat leider einen minimalen Crease hier unten an der Ecke, wie ihr sehen könnt. Die Farbe ist nicht gebrochen, das ist natürlich ganz schön, aber eine leichte Stauchung ist drin. Ansonsten tolle Karte, wie ihr sehen könnt. Und auch die Rückseite sieht klasse aus. Die Cardback-Illustration mit Hordak und She-Ra. Wunderschön. Ja, also einmal Shadowweaver und der gute Merman.
Ja, Freunde, weitergehen soll es hier mit etwas, das es bei mir noch nie gab, nämlich drei Kollegen aus der Masters of the WWE Universe Line von Mattel, diese wunderbare Mischung aus Wrestler und Masters of the Universe Figur. Da haben wir zum einen den großartigen Kane, Demonic Red Machine, angelehnt an den guten Roboto, wie wir hier an den Armen sehen, natürlich hier auch mit Wechselaufsatz. Und was ganz besonders schön ist, wir haben nicht nur Wechselaufsätze, wir haben ein US-Card, das ist schon mal prima. Ne, auch bei diesen Figuren gibt es eine europäische Variante, wo der coole Untertitel leider fehlt. Und auch das Mini, sehr dünne Mini-Comic, eigentlich ist ja nur so ein Faltblatt, aber auch das hat hier Text, während die europäische Variante keinen hat. Was aber auch noch richtig cool ist an dem Kane, wie ihr vielleicht hier unten sehen könnt, der hat so einen Effektaufsatz für sein Maschinengewehr. Sehen wir hier, da könnt ihr also so einen richtig fetten Flammeffekt vorne draufsetzen. Und den gab es bei unserem Roboto ja leider nicht. Auch hier wieder mit absolut fantastischer Cardback-Illustration. Eine wirklich sehr gelungene Figur und auch sehr, sehr schwer zu bekommen. Also hier werden die Figuren ja überhaupt nicht mehr vertrieben. Es gibt also keine Chance eigentlich, dass ihr eine dieser Figuren hier im Spielwarenladen findet. Und auch in den USA sind die Figuren rar geworden und werden nach meinem Kenntnisstand auch nicht neu aufgelegt. Das kann man auch an den Preisen ganz gut erkennen, die nur eine Richtung kennen, und zwar nach oben, wie es so oft ist. Ja, als nächstes habe ich für euch den guten Rey Mysterio, angelehnt an unseren Stratos, auch eine sehr, sehr schöne Figur. Ebenfalls eine US-Karte mit dem Untertitel Heroic High Flyer, sehr schön. Und auch hier eine großartig gesculptete und gepaintete Figur mit dem alternativen Stratos Backpack, was, finde ich, auf jeden Fall um einiges cooler ist als die normale Variante. Da ich ihn hier zur Hand habe, können wir das direkt nochmal vergleichen. Wenn ihr mal schaut, das ist die normale Version mit diesen Schnallen und Riemen. Und das ist halt hier die coole Rey Mysterio-Variante, oben noch mit diesen Blätter-Applikationen drauf und dann eben mit diesem Gurt, der, wie ich finde, sehr viel cooler aussieht als diese Version und natürlich austauschbar ist. Also damit lässt sich euer Stratos super aufpimpen. Und auch die Flügel, die hier hinter der Figur beiliegen, sind um einiges imposanter und größer als bei dem Origins Stratos. So gesehen auf jeden Fall auch für Masters-Fans eine Anschaffung wert, der Gute. Die Karte ist in schönem Zustand. Wir haben hier leichte Creases in den Ecken. Ne, nur in der einen. Die andere sieht gut aus. Aber hier haben wir einen leichten Crease. Aber das ist eben auch eine Figur, wo ich empfehle, auspacken, Leute. Rückseite auch sehr schön. Hier wird nochmal auf die Flügel hingewiesen. Und wir haben natürlich auch eine tolle Illustration, wie sich der Gute hier durch die Lüfte schwingt. Rey Mysterio. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann Mr. T, den großartigen Mr. T. Wer liebt ihn nicht? Er hat in A-Team mitgespielt, er hat bei Rocky 3 mitgespielt, er hat bei den Masters eigentlich nicht mitgespielt, aber passt natürlich super in die Line mit dieser Rüstung hier von Jitsu in etwas anderen Farben. Und ja, insgesamt eine großartig gelungene Figur. Er hat auch noch zwei Handschuhe dabei, einmal so eine Jitsu-Hand und einmal auch noch ein Fisto-Handschuh, ist also bestens auch für den Kampf in Eternia oder auf Eternia ausgestattet. Ja, eine richtig, richtig schöne Figur, super schwer zu finden mittlerweile. Selbst in den USA explodieren da die Preise. Guckt euch auch diese Carpic-Illustration an, wie der Gute gerade seine Handschuhe hier zusammenhämmert. Eine absolute Spitzenfigur. Für mich muss ich sagen, die schönste Figur der gesamten Line bisher. Und das sehe nicht nur ich so, denn wie gesagt, diese Figur ist mittlerweile richtig schwer zu finden. Und das Attribut wirklich schwer zu bekommen trifft auf fast keine Figur, die ich euch heute zeige, so sehr zu wie auf dieses großartige Schmuckstück hier. Wir haben hier nämlich den Scorpion aus der Mortal Kombat Reihe von Storm Collectibles in der 2020 Exclusive Version von der SDCC, von der San Diego Comic Con.
ein absolut seltenes, gesuchtes Stück. Es gibt den Scorpion mittlerweile, glaube ich, in 3 oder 4 Varianten von Storm Collectibles, aber das hier, sagen viele Fans, ist die beste Variante und auch die gesuchteste. Ein absolut seltenes Stück und großartig gesculptet. Leider spiegelt der Blister sehr und auch diese Schutzfolie trägt auch nicht gerade dazu bei, dass man die Figur besser erkennen kann. Aber glaubt mir, ihr seht es ja auch ein bisschen hier, das ist eine wunderschöne Mortal Kombat Figur, die hier in dieser großartigen Aufmachung mit jede Menge Zubehör daherkommt. Wir können uns das auf der Rückseite nochmal angucken. Hier seht ihr auch 2020 Event Exclusive Limited Edition und die Abenteuer der Rückseite verraten uns erst, wie großartig diese Figur wirklich aussieht. Guckt euch das an. Und ihr habt hier diesen großartigen Wechselkopf noch dabei, wo hier die Flammen aus den Augenhöhlen schlagen. Und diese coolen Flammeffekte sind halt auch dabei. Also damit lässt sich richtig gut posen. Und es ist, wie gesagt, ein absolut seltenes Stück. Weltweit nicht mehr zu bekommen. Die Box ist original sealed und ja, ein Schmuckstück für jede Mortal Kombat Sammlung. Ebenfalls nicht mehr leicht zu finden ist dieser Doom Slayer von McFarlane Toys aus dem großartigen Videospiel Doom. Es gibt diese Figur mittlerweile in 2, 3 weiteren Farbvarianten, aber das hier ist die originale, die beliebteste und auch die am absolut schwersten zu findende. Weltweit lange ausverkauft, hier noch original verpackt in schöner Box mit jeder Menge Zubehör. Dieser Doom Slayer, gucken wir nochmal hier auf der Rückseite, da kann man die Figur nochmal richtig bewundern. Ja, der namenlose Soldat, der in der Holle für Ordnung sorgt. Eine großartige Figur, wie ich finde. Ein Schmuckstück für jede Actionfigursammlung. Na, kommen wir wieder mal zu einer Reinkarnation der Masters of the Universe. Dieses Mal ist es die 2000X-Line von Mattel. Und vertreten wird diese Line hier durch den wunderbaren Fisto oder wie er damals aus lizenzrechtlichen Gründen leider umbenannt werden musste. Battlefist oder auch Powerfaust. Ich wusste gar nicht, dass der Powerfaust auf Deutsch heißt, auch sehr witzig. Ja, also hier diese wunderbare Powerfaust auf großartig erhaltener Karte. Ihr seht es selbst, das ist ein echtes Schmuckstück. Die Mock-Sammler unter euch könnten sich hier was richtig Schönes in diese Sammlung holen. Ihr seht es auch von hinten, macht diese Karte einen wunderbaren Eindruck. Hier sehen wir den Kollegen auch nochmal, die Powerfaust in voller Pracht. Und eventuell wäre der was für euch. Dann auch hier habe ich nochmal ein richtiges Schmuckstück für euch. Ebenfalls ein Exclusive, wurde zu einer PowerCon veröffentlicht in den USA. War auch nur dort erhältlich. Ich glaube, es war die PowerCon von 2016. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall mittlerweile unmöglich zu bekommen, diese wunderschönen 6 Artcards von verschiedenen Künstlern. Ich zeige sie euch einmal. Das hier ist, wie ich finde, das coolste Motiv. Hier mit dem großartigen Cameo Khan im Hintergrund und Red Beastman. Und da oben haben wir noch den guten Grenimir in seiner grünen Variante. Und ein bisschen was zu dem Künstler erfahren wir dann auf der Rückseite. Oh, Kamera wackelt, sorry. Da sehen wir, dass Dave Wilkins dieses Bild zu verantworten hat. Und hier sehen wir auch noch die anderen Prints, beziehungsweise eine kleine Vorschau darauf. Aber die zeige ich euch natürlich jetzt in Farbe und voller Pracht. Dann haben wir einmal dieses schöne Stück hier mit He-Man und Skeletor aus der 2000X-Line in der Battle Blade und Smash Blade Variante. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob die so hießen, aber auf jeden Fall gab es diese Figuren als eine der zahlreichen He-Man und Skeletor Varianten damals und die wurden hier aufs Papier gebannt in zeichnerischer Form von Kevin Sharp, würde ich mal sagen. Ein lustiges Foto. Ja, als nächstes haben wir hier ein ebenfalls großartig gezeichnetes Bild von einem Charakter,
der wohl eher nicht so bekannt ist. Und auch ich habe gerade den Namen vergessen. Wie heißen die gute Dame nochmal? Ich muss sagen, bei She-Ra bin ich einfach nicht so drin. Steht das hier irgendwo drauf? Ach, Simon Eckert. Ah, den kennt man ja auch, den Kollegen. Aber ich komme einfach auf den Namen gerade nicht. Keine Ahnung. Die Inhumans, ne? Die Inhumans, da wäre es jetzt Medusa für die Comic-Fans unter euch. Aber Labarababa, ich habe keine Ahnung, wie die Dame heißt, aber sie sieht einfach klasse aus. Dann haben wir hier nochmal He-Man und She-Ra, die die Macht von Grayskull beschwören und im Hintergrund die dämonischen Gegenspieler Skeletor, Hordak und King Hiss. Ein absolut großartiges Kunstwerk, wie ich finde. Hier haben wir auch noch Grayskull und Crystal Castle im Hintergrund. Absolut großartig gezeichnet von Axel Jimenez. Ja, sehr gut bekannt, besonders den Origins-Sammlern, denn dieser gute Mann designt ja auch die Cardback-Illustrationen der Origins-Line und auch die Boxarts der Fahrzeuge. Ein absolut großartiger Masters-Künstler. Und ja, ebenfalls absolut gelungen ist diese Illustration von Hordak und der wilden Horde. Im Hintergrund haben wir Shadow Weaver und, wie heißt sie denn noch? Komme ich gerade nicht drauf. Catra und Scorpia? Ich muss sagen, ich bin einfach bei den Shiva-Charakteren nicht so firm. Auf jeden Fall Hordak hier mit seiner Lady Squad. Und das gute Bild wurde gezeichnet vom Nate Birch. Ich weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht. Auf jeden Fall hier sehr adretter junger Mann. Und man muss sagen, zeichnen kann er auf jeden Fall. Und zu guter Letzt, ich muss sagen, für mich so ein bisschen das schwächste Werk aus der Line. Aber das ist natürlich absolut Geschmackssache. Wir haben hier He-Man und Merman im Kampf. Gegeneinander im Hintergrund rücken noch Skeletor und Beastman an und ja, erinnert mich so ein bisschen an eine klassische Cardback-Illustration der Vintage-Line. Hat so einen leichten McCarthy-Charme, das Ganze, würde ich mal sagen. Nur ein bisschen ausgefeilter bemalt vielleicht. Ja, es hat einen gewissen Vintage-Flair. Mein Geschmack ist jetzt nicht ganz so, aber natürlich trotzdem ein cooles Stück. Und das hat der gute Chris Falcone zu Papier gebracht. Ja, dieses sechsteilige Artcard-Set kann auf jeden Fall auch den Weg in eure Sammlung finden und ist ein absolutes Schmuckstück, wie ich sagen muss. Na, jetzt habe ich hier noch eins der ganz wenigen Vintage-Stücke, die ich euch heute anbieten kann. Und zwar einen Original Roboto aus der Mattel Vintage Line. Ja, wirklich ein wunderschönes Exemplar hier, dieser Roboto auf US-Card mit der Unilogo-Karte. Wir haben hier leichte Reste eines Preisaufklebers. Vielleicht bekommt man das noch ein bisschen weg. Einmal hier und einmal hier. Ansonsten ist es eine sehr gut erhaltene Karte für das Alter, muss man sagen. Der ist ja immerhin schon von 1984. Auf der Rückseite haben wir leider ein paar Flecken, das ist unschön, aber ja, die Rückseite, ne, man guckt sich sie nicht alle Tage an. Oben sieht sie ziemlich gut aus, wie gesagt, nach unten hin verliert sie leider etwas an Ansehen. Ich weiß nicht, ob man das entfernen kann, ich fürchte nicht. Von vorne macht Roboto wirklich einen schönen Eindruck. Was das Besondere ist, der Blister ist noch relativ klar, wie ihr seht. Also wenn ich ihn so gegen den weißen Tisch halte, sieht man eine minimale Eintönung. Aber das ist wirklich wenig. So von vorne, wie ihr seht, fällt es praktisch überhaupt nicht auf. Und was eben auch schön ist, die Silberparts sind noch richtig silbern. Wir kennen ja das Problem bei Roboto, der hat gerne mal so leicht roséfarbene Stiefel, weil da einfach das Silber so ein bisschen an Glanz und Farbkraft verliert. Das ist hier nicht der Fall. Also wir haben hier einen richtig schönen Roboto mit seinem großartigen Minicomic natürlich im Hintergrund. Das Comic sitzt auch absolut gerade in der Verpackung.
Und ja, wie gesagt, die Box ist noch recht, oder die Karte ist noch recht schön erhalten, aber ich zeige euch natürlich die kleinen Macken, die sie über die Jahrzehnte bekommen hat. Wir haben hier so einen kleinen Ditcher, dann eben hat sich hier die Ecke natürlich so ein bisschen hochgebogen. Ansonsten sind die Ränder schön erhalten. Ups, die Karte ist punched. Hier haben wir noch so einen ganz kleinen Farbverlust und hier so einen leichten Crease in der Karte, aber minimal. Hier oben noch ein bisschen Farbverlust. Gucken wir nochmal auf die andere Seite. Auch hier sehen wir, wälzt sich die Pappe ein bisschen nach oben. Ist auch hier ein bisschen aufgesplittet. Leider sollte man auf jeden Fall casen, das gute Stück. Dann sieht man das nicht mehr. Ansonsten hier entlang wenig Farbverlust, schön erhalten. Und alles in allem ein absolut sammlerwürdiges Stück, würde ich sagen, dieser Vintage Roboto. Ja, und damit kommen wir zu den einzigen beiden Classic-Figuren des heutigen Abends, Masters of the Universe Classics, einmal vertreten hier durch diesen großartigen Skeletor aus der Second Edition mit The Original Stern. Sehr, sehr schön bemalte Figur, hier mit diesem leicht grünlichen Skelettgesicht. Sieht richtig schön fies und finster aus. Das Schwert hat er in der Hand, wie es sich gehört. Und die, ja, die Verpackung ist in schönem Zustand. Ich fahre hier einmal entlang. Wir sehen minimale kleine Farbverluste, aber nicht der Rede wert. Wir haben keine Creases, das ist schon mal schön. Hier seht ihr es auch nochmal, wenn ich das Licht dagegen scheinen lasse. Das sieht richtig gut aus. Auch auf der anderen Seite, klasse Figur. Gucken wir mal, was die Rückseite macht. Auch die ist richtig schneeweiß, Freunde. Hier sind also keinerlei Verschmutzungen dran gekommen. Absolutes Prachtstück, auch für Mock-Sammler sehr zu empfehlen, dieser Skeletor. Und als zweites ein absolutes Highlight der Masters Classics Line, nämlich Triclops. Diese Figur ist absolut gelungen. Ihr kennt sie sicherlich. Wunderschöner Paintjob, wunderschön gesculptet. Viel besser kann ein Triclops nicht aussehen, Freunde. Ich zeige ihn euch nochmal. Ich finde es immer wieder bewundernswert, dass sogar diese kleinen Nieten hier oben mit Glanzlack überzogen sind. Und wir haben eine wirklich absolut gelungene Figur. Hier sein Visor, dieses ausdrucksstarke Gesicht, eine tolle Figur. Auch die Karte und der Blister wunderbar erhalten. Ich zeige es euch nochmal, hier haben wir keinen Crease, nichts, auch auf der anderen Seite. Absolut top Karte, guckt euch das an. Wir haben nicht mal hier oben Farbverlust, wirklich, wirklich schön durch die Jahre gekommen, das gute Stück. Gucken wir nochmal auf die Rückseite. Wunderbare schneeweiße Rückseite haben wir hier mit seiner Bio und ein paar weiteren Figuren. Ich gucke nochmal, dass ich den oberen Bereich ins Bild bekomme. So, ja, hier sehen wir einen ganz kleinen, ja, so eine ganz kleine Macke hier drin. Aber von vorne ist die praktisch nicht zu sehen. Also ja, ein absolut sammlungswürdiges Prachtexemplar, würde ich sagen. Ja Leute, das war's dann auch schon wieder für heute. Wenn was Schönes für euch dabei war, ihr wisst Bescheid, kontaktiert mich. Am besten erreicht ihr mich über den Facebook Messenger oder auch ganz klassisch per E-Mail. Die Links sind in der Infobox verlinkt. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch dem Kanal gern ein Abo und dem Video einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Und ein Verkaufsvideo kommt ja auch auf jeden Fall noch. Vielleicht sogar zwei, aber auch darüber hinaus wird euch hier weiter schöner Vintage- und Retro-Content erwarten. Also würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und ciao.